Endlich, es geht wieder los. Die DTM startet in die Saison 2011. Auftaktrennen Hockenheim. Helm auf, Handschuhe an, rein ins Auto. Der Nachfolger von Champion Paul Di Resta wird gesucht. Ich glaube, es bleiben immer die Altbekannten in Anführungszeichen. Ich habe natürlich jetzt den Mike bei mir im Team, dem ich auch sehr, sehr viel zutraue. Die Jungs in den Vorjahresautos mit Motara, Albuquerque und jetzt den Martin vor allen Dingen im alten Auto, da erwarte ich mir auch eine ganze Menge. Und bei Mercedes-Benz? Ja, ich meine, die Verpflichtung von Bruno war wieder eine ganz wichtige für Mercedes. Ich halte den Gary für ein Stück stärker als den Bruno, muss ich sagen. Von daher denke ich, dass das ein Thema sein wird. Wie sich der Ralf schlagen wird, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, es ist allgemein schwierig, da jetzt eine Prognose zu ziehen. Der Druck wächst. Für alle. Auch für einen der Aufsteiger der vergangenen Saison. Die, sagen wir mal, Erwartungen sind höher. Nicht nur von mir. Aber in erster Linie muss ich natürlich selber mir den Druck machen und den Anspruch haben, Rennen zu gewinnen und die Meisterschaft am Ende vielleicht zu gewinnen. Von daher hat es andere Voraussetzungen jetzt mit einem aktuelleren Auto. 2010 gab es für Mercedes-Benz einen Vierfacherfolg zum Auftakt in Hockenheim. Ihre Heimstrecke liegt den Stuttgartern. Titelkandidat Bruno Spengler hat sich viel vorgenommen. Hockenheim ist eine meiner Lieblingsstrecken. Die Stimmung ist immer sehr, sehr schön da. Und deshalb bin ich sehr, sehr aufgeregt und sehr motiviert, auf das erste Rennen zu gehen. Und dann, ja, was ich möchte, ist auf jeden Fall maximal Punkte da zu holen. Klar, Sieg, aber jetzt müssen wir erstmal durch die freies Training und Qualifying gehen und dann schauen wir mal, was das Ergebnis wird. Aber auf jeden Fall, ich bin sehr motiviert und freue mich drauf. Auch Vorjahressieger Gary Paffett will wieder siegen. 2 Jahre in Folge Vize-Champion sind den Briten zu wenig. Wer am Ende ganz oben auf dem Podium steht, Paffett hält sich bedeckt mit einer Prognose. Ich erwarte ein enges Rennen. Man kann auch nicht genau sagen, wie schnell wir sind. Wir haben mit den neuen Reifen getestet und sie scheinen ganz gut zu sein. Der Speed der C-Klasse im Vergleich zu den Audis kann auch nicht verglichen werden. Wir gehen mit hohen Erwartungen ins Rennen und wollen natürlich gewinnen. Es wird interessant sein zu sehen, wie es ausgeht. Auftaktrennen Hockenheim. Es geht wieder los. Der neue Champion wird gesucht. In Hockenheim kann der erste Schritt Richtung Meisterschaft gemacht werden.